Hi meine Lieben, ich bin's wieder, eure Dagi, mal wieder mit einem neuen Video, was sonst? Und heute habe ich mir gedacht, ich drehe euch mal ein Video über meine Nagellacksammlung, weil die sehr, sehr, sehr oft angefragt wurde. Und dann habe ich meine ganze Nagelsammlung gepackt und euch die Nagelsammlung abgefilmt. Ich hoffe, ich störe das nicht so, weil ich habe ja ein Schrägfenster und es regnet die ganze Zeit. Und meine Eltern sind unten und drehen die ganze Zeit ganz laut. Also ich hoffe, es ist nicht allzu laut und es stört euch nicht. So, ich höre dann jetzt aber auch auf zu reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Nagellacksammlung. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Nagellacke, die ich in meiner Sammlung habe. Dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Aber genug geredet, los geht's. So, und jetzt fange ich auch direkt mal an und ich fange erstmal mit den Basics, also mit den Topcoats und so weiter an. Und zwar ist der erste von P2 ein Rich Care in Color in der Nummer 040 So Fresh. Das ist so ein Grün, aber wenn man die auf den Nagel drauf hat, dann ist das eigentlich ein durchsichtiges, milchiger Topcoat. Dann geht es weiter mit einem P2 Glamorous Finish Nail Art Topcoat in der Nummer 010 So Perfect. Und der ist echt super, weil die Nägel danach echt strahlen. Weiter geht's mit einem anderen Topcoat. Und zwar ist der von Catrice Gel-Like Topcoat. Nummer, hat keine Nummer, ist aber auch super gut und den habe ich auch immer drauf, damit die Nägel schön glänzen. Dann hier ein Speziallack von Essence Nail Sealer, extra für splitternde Nägel. Ich glaube, der wird nicht mehr verkauft, da ist auch sehr, sehr wenig noch drin, aber der wäre echt super gut und eigentlich echt sau schade, dass der nicht mehr hergestellt wird. Dann geht es weiter mit einem Nail Art Glowing in the Dark von Essence und da haben es sehr, sehr, sehr viele verwechselt mit meinem Glow in the Dark, den ich mal bei Mia Kursa vorgestellt habe. Und zwar, der leuchtet nur bei Schwarzlicht und der leuchtet auch wirklich in der Nacht. Und das ist was ganz, ganz anderes. Also da haben echt viele gesagt, den gibt es auch viel billiger bei DM. Aber das ist was ganz, ganz anderes. Den mache ich aber auch sehr gerne drauf. Zum Beispiel, wenn ich im Sommer im Urlaub bin, damit meine Nägel nicht vergilben. Und der ist echt super. Und hier nochmal den gleichen, auch ein UV-Nagellack. Und der ist von P2... Pro White Basic, den habe ich auch ziemlich lange, sieht man. Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Glaub aber schon. Hier steht ja auch drauf, hält Verfärbung optisch auf. Dann hier ein Topcoat von Mia Secret. Von der gleichen Marke wie der Glow in the Dark, der hier. Und zwar ist der dazu da, den macht man drauf auf den nassen Nagellack und den tröpfelt man halt drauf und dann reibt man ein bisschen ein und dann soll der Nagellack halt schneller trocknen. Habe ich jetzt noch nicht ehrlich gesagt probiert. Ich hatte mal solche Tropfen, aber war nicht so begeistert von. Also den kann ich, weiß ich nicht, also den kann ich jetzt nicht schlecht reden, weil ich ihn noch nicht benutzt habe. Und das war es auch schon mit meinen Basics. Nun kommen wir mal zu den Topcoats. Und zwar ist es ein Essence Topcoat, Nail Art Special Effect Topper. Und der ist super schön, weil der hat so Glitzerpartikel. Und die sind halt ein bisschen größer und der ist echt mega, mega schön, wenn man den auf dem Nagel hat. Dann noch ein Topcoat von Essence. Und zwar sind das genauso Glitzerpartikel, aber die sind ein bisschen kleiner und der ist auch mega, mega schön. Also den mag ich echt sau gerne. Und ich glaube, die kosten so um den Dreh, ich weiß nicht, so 2-3 Euro. Dann hier noch ein Topcoat aus der Special Effect Edition. Und zwar ist das einer, den tut man sehr schön auf schwarzen Nagellack und dann schimmert der in Gold, Orange Farben und ist auch echt sauschön. Dann hier noch ein Topcoat von P2. Den benutze ich aber auch sehr, sehr gerne nur als einzelnen Nagellack, weil der ist schon ziemlich dickflüssig, aber das ist ein Topcoat. Lost in Glitter heißt der, in der Nummer 020 Get Gorgeous und der ist so golden mit so dickeren und kleineren Glitzerpartikeln und den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Das hier ist wieder ein Topcoat von L'Oreal, den habe ich mir auch letztens erst geholt und zwar hat der so kleine, große, weiße und schwarze Partikelchen, also so, ja, so Punkte auch, könnte man sagen. Und das sieht eigentlich auch ziemlich süß aus, wenn das so gesprinkelt aussieht. Hat, glaube ich, 2, 3, 4 Euro gekostet und habe ich auch schon ein paar Mal drauf gehabt. Und das hier ist auch noch ein Topcoat von L'Oreal. Und zwar mattiert der die Nägel und den habe ich in den letzten Tagen auch sehr, sehr oft benutzt. Und funktioniert auch super. Ich finde es nur schade, dass es so nach einem Tag ungefähr an den Spitzen ein bisschen weggeht. Aber ich finde den so vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ganz okay. Weiter geht's mit P2. Und zwar ist das der P2 Color Victim. Die kennen, glaube ich, die meisten. Und zwar in der Nummer 790 Summer to Go. Den habe ich auch ziemlich oft drauf gehabt im Sommer. Der ist eigentlich sau, sau schön. Also echt weit zu empfehlen. Dann habe ich hier den P2 Color Victim in der Nummer 0. Nee, Quatsch. In der Nummer
590. Who cares heißt der und der ist sauschön. Also den hatte ich auch so oft drauf, aber ich glaube, der ist langsam ausgetrocknet. Kann ich nicht mehr so oft benutzen. Dann habe ich einen von P2. Den haben, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viele. Das ist der 100 Open Your Heart. Dann hier auch wieder einer meiner Lieblingsfarben. Und zwar ist das der 620 Artful. Und der ist echt richtig, richtig schön. Den hatte ich im Sommer durchgehend eigentlich drauf. Und den feiere ich wirklich sehr. Dann der hier von P2. Und zwar ist das die Nummer 910 Feel Tropical. Ein schönes Korall, Dunkelkorall. Ist auch sehr schön für den Sommer. Dann hier eigentlich fast die gleiche Farbe, die ist ein bisschen heller und zwar ist es die Nummer 850, wow, 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 und das war auch echt einer meiner Lieblingsfarben. Und hier noch eine rosa Farbe in der Nummer 140, Flirt With Me, und das ist auch ein sehr schönes Rosa und kann man sehr schön tragen. Also ich finde, die P2 Nagellacke sind sowieso total super, also kann man echt nichts sagen für den Preis und echt klasse auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen von P2 Volume Gloss in der Nummer 080 Grand Dame heißt der. Und das ist auch noch einer, das ist eigentlich ein Dupe dazu. Der ist zwar nur ein bisschen dunkler und zwar ist es die Nummer 130 Fresh Sister. Und die sind auch sehr, sehr, sehr schön auf den Nägeln. Die glänzen super und halten sehr, sehr lange. Also die P2 sind echt einer meiner Favoriten. Da habe ich doch glatt den hier vergessen und zwar ist es auch eigentlich meine Lieblingsfarbe und zwar ist das die 010 Little Princess und der ist auch sehr, sehr schön. Kommen wir zu Models Owner und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das kennt. Diese Marke ist sehr weit vertreten in Amerika und in England und so weiter. Als ich in London war zum Beispiel, haben die echt sehr viel Werbung dafür gemacht und ich habe mich einfach mal für diese hier entschieden und zwar sind das die Scandid Collection. Die riechen und sind pastellfarben und wonach die riechen, könnt ihr hier sehen, man muss da dran reiben, dran riechen und das riecht jetzt gerade nach Blueberry Muffin. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Blau. Das ist nicht mal ein Babyblau, das ist etwas dunkler, aber super schön. Dann hier die Farbe und zwar ist das hier Grape and Juice, Models Own mal wieder in einem schönen Fliederton und der Geruch Grape Juice, also Traubensaft. Dann hier diese Farbe, das ist ein schönes Pastellgelb, echt super auf den Nägeln, also die sehen echt richtig, richtig gut aus. Halten super, muss man auch nur einmal auftragen und dann sehen die echt klasse aus, die Nägel. Und das ist in der Farbe Banana Split und riecht auch richtig krass nach Banane, das hier oben. Dann das hier, Models Own, das ist ein sehr schönes Rosa, das ist nicht so ganz rosa, das ist ein bisschen peachy, ein bisschen orangestichig, sehr, sehr schön. Riecht nach Erdbeere und heißt auch Strawberry Tart. Und die letzte Farbe, die ich habe, ist diese hier. Und das ist ein schönes Mintgrün. Sehr, sehr schön. Heißt Apple Pie und riecht auch oben nach Apfel. Und ja, diese schönen 5 Nagellacke sind echt super geil. Und die vertrete ich jetzt bei Miyakosa. Und mehr Infos findet ihr natürlich am Ende und alles in der Infobox. Aber wartet ab, wir sind ja noch nicht am Ende. Kommen wir zu Essence Nagellacken. Und zwar ist der aus der Nude Glam Kollektion. Ich finde den nicht so schön. Also diese Töne gefallen mir nicht so auf den Nägeln. Aber ab und zu kann man das mal tragen. Welche Nummer weiß ich nicht. Steht hier leider nicht drauf. Dann hier aus der ganz normalen Kollektion, also der immer erhältlich ist, ist eine Nummer 113. Do You Speak Love heißt er. Sieht sehr schön auf den Nägeln aus, hält sehr gut, aber ich würde darunter einen Unterlack tragen, weil der sehr abfärbt leider. Dann hier auch aus der Color & Go Collection die Nummer 149 Hello Marshmallow. Auch sehr, sehr schön, ein Fliederton, aber der deckt leider nicht so gut. Dann hier zu den alten Essence Nagellacken von Color & Go. Die habe ich auch noch. Und zwar ist das die Nummer 08 Ultimate Pink. Gibt es auch, glaube ich, leider nicht mehr. Dann hier nochmal ein dunkles Rot mit Glitzerpartikeln aber. In der Nummer 47 Red Ready to Go. Okay, Ready to Go heißt der. Dann gibt es noch den hier in der Nummer 37 Just Rock. Und den kann ich überhaupt gar nicht empfehlen. Also die Farbe ist super schön, aber egal, wo man drankommt, an die Wand oder an Papier, der malt, also der färbt richtig, richtig schlimm ab. Also mit dem kann man größtenteils auch schreiben, einfach wenn man den Finger so auf dem Papier so drückt. Also der ist echt, bäh, richtig scheiße und der hat richtig lange gebraucht, immer zum Trocknen, also nicht so, nicht
Nicht mein Fall. Hier stehen leider keine Nummern drauf, aber ihr könnt vielleicht sehen, wie der aussieht. Den gibt es aber auch als Dupe bei Catrice, soviel ich weiß. Also ihr müsst nicht so viel ausgeben für so einen Nagellack, aber den habe ich schon etwas länger, deshalb, ja. Aber wie die Farbe heißt, weiß ich leider nicht. Dann habe ich hier noch einen von Alessandro. Das ist so ein richtiges Knallorange aus der Ice Cream Bar Collection. Die Nummer steht hier aber drauf, Ice Cream Polish Mango Papaya heißt die Farbe. Habe ich nicht oft getragen, aber eigentlich ist die Farbe sehr schön, so für die Fußnägel, für den Sommer auf jeden Fall. Dann hier noch ein kleiner von Alessandro in der Farbe Bossa Nova Pink. Das ist ein dunkles Pink, schon altpink könnte man sagen. Ist aber auch sehr schön auf den Nägeln, habe ich auch sehr, sehr oft getragen. Hier ein schönes, knackiges Grün-Gelb in der Nummer Sunny Copacabana. Sunny Copacabana. So, jetzt habe ich es. Finde ich auch sehr schön, habe ich aber nicht so oft getragen. Dann habe ich hier noch einen von Essence, der ist eher ein bisschen was milchiger. So, natürlich. Ich habe den sehr oft getragen, als ich meine Gelnägel hatte. Und die natürlich habe ich mir die einfach drauf gemacht. Also, dann habe ich diesen hier noch von Alessandro in der Nummer 931. Sinful heißt der. Und das ist ein schönes Altrosa mit Glitzerpartikeln. Den hatte ich eigentlich auch nicht so oft drauf, wenn ich mal so gerade überlege. Aber der sieht eigentlich ziemlich schön aus. Auch ein Newtone hat auch ein paar Glitzerpartikel drin und sieht eigentlich ganz schön aus. Und da kommen wir auch zum letzten Alessandro, der eigentlich zu den Topcoats müsste. Den habe ich aber vergessen. Und zwar ist es einfach so ein leicht Silberglitzer. Hier steht Pro White Glitter, also der macht die Nägel weißer, also heller. Und hat auch noch ein paar Glitzerartikel mit drin. Sieht man nicht so gut. Das sind einfach ganz, ganz feine kleine Glitzerpartikel. Kommen wir zur Trendmarke China Glaze. Und zwar ist das hier ein... Boah, wie kann man das erklären? Das ist so ein gräuliches Grün, aber nicht Mintton. Also auf jeden Fall ein gräuliches Grün, helles gräuliches Grün. Welche Nummer hat denn das jetzt? Ich sehe das nicht. Ach, hier unten steht's. Und zwar ist es die Nummer 867 Refresh Mint. Also die sagen, das soll ein Mint sein, aber ich finde das eher so ein grün-gräuliches, aber schon ein gutes Beispiel zu Mint, aber jetzt nicht Mint, würde ich sagen. Dann diese Farbe hier, und zwar ist das die Farbe Flip Flop Fantasy 873. Auch von China Glaze, der ist super schön auf den Nägeln, also der leuchtet förmlich, also den kann ich echt super empfehlen. Könnt ihr das sehen? Oh, das sieht so krass aus, das sieht man nicht so in der Kamera, also in der Kamera wirkt das nicht so, aber so, wenn man den so anschaut, dann ist der echt super schön. Und dann kommen wir auch zu diesem hier, und zwar ist das der 1201 Creative Fantasy, und diesen Nagellack habe ich jetzt auch auf den Fingern, und ihr seht, wie schön das einfach aussieht, was das für einen schönen Effekt einfach macht. Und davon gibt es auch die Farbe, die habe ich erstmal benutzt. Die war von H&M. Ihr seht, das ist eigentlich fast das gleiche. Die ist nun etwas dunkler, aber den gibt es halt nicht oft bei H&M. Deshalb habe ich mir diesen hier zugelegt und ja, ich finde die Farbe super und es ist eigentlich jetzt momentan meine Lieblingsfarbe. Gehen wir mal zu diesen Marken hier. Und zwar ist das hier Chanel in der Nummer 531 Peridot. Und das ist ein schönes Gold, was grün schimmert. Und den hatte ich auch auf meinem Instagram-Bild letztens auf den Nägeln. Und viele haben mich gefragt, woher ich den habe. Und dann habe ich ein Bild damit gepostet. Den gibt es aber auch von Catrice in einer viel, viel günstigeren Variante. Der sieht eigentlich genauso aus. Vielleicht deckt er nicht so. Und so zufrieden bin ich eigentlich gar nicht mit den Chanel-Lacken. Also die splittern sehr schnell. Und das kann ich eigentlich nicht so weiterempfehlen. Dann gibt es aber noch diese Farbe hier und das ist einer der Standards, und zwar ist das die 455 Lotus Rouge. Das ist ein dunkles Rot, aber wenn man das auf den Nägeln hat und zweimal drauf lackiert, dann sind sie eigentlich nicht dunkel, sondern eigentlich ein Standardrot. Ist sehr schön, hält eigentlich auch besser als der, aber ich würde jetzt eigentlich nicht so viel Geld dafür nochmal ausgeben. Dann der hier von Dior und der hat mich komplett enttäuscht. Ich habe den von meiner Mutter bekommen und ich muss ehrlich sagen, also... Der sieht zwar schön aus, es ist so ein schönes Grün, schönes Schlammgrün, aber das Problem ist einfach, der bröckelt so schlimm.
Und für den Preis, ne, auf gar keinen Fall mehr. Kommen wir zu meinen kleinen OPI-Lacken. Und zwar habe ich die von Sammy geschenkt bekommen. Das sind so kleine, süße Dinger. Und zwar ist das einmal hier die Farbe, das ist so ein Braun, was aber lila schimmert, ist sehr schön, lila Gold schimmert. Die Nummer finde ich leider nicht, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ihr vielleicht seht. Und das ist hier auch so ein helles Rot, das ist richtig schön hell und knackig und frisch. Und ja, Nummer steht da sehr wahrscheinlich auch nicht drauf und das sind dann meine einzigen von OPI. Und hier kommen wir zu meinen einzigen und glaube ich auch letzten Essie-Nagellack, weil so überzeugt bin ich leider auch nicht von denen. Und zwar ist das die Nummer Bahama Mama und ja, also nee, ich finde, er deckt nicht sehr gut. Muss man echt 5-mal drüber, bis es überhaupt irgendwas macht. Also es deckt schon, aber ich finde, so einen schönen Deckungseffekt gibt es trotzdem nicht. Da gibt es immer noch irgendwie weiße, also nicht weiße Stellen, aber so durchsichtige Stellen und naja. Kosten ungefähr 8 Euro, also für den Preis kaufe ich mir dann doch lieber P2 Nagellacke. Kommen wir mal zu den Lacken, die ich immer so in Geschäften kaufe. Und zwar ist das der hier von Gina Tricot und den habe ich einfach so mitgenommen. Den hatte ich auch mal drauf auf ein Instagram-Bild und viele haben gefragt, woher ich den habe. Ist auch von Gina Tricot, der schimmert schön grün, bisschen lila und die kosten so um den Dreh 2-3 Euro, also kann man echt nichts sagen. Und die halten super und sehen super aus. Dann der hier von H&M und den habe ich auch sehr, sehr lange. Das ist ein schönes dunkles Rot. Dann hier Nagellack, das ist ein Mini-Nagellack auch von H&M. Das ist so ein Pink, was lila schimmert. Das hat der Timo mir mal mitgebracht aus Langeweile und der heißt Super Pink. Der hier hat mir ein Fan geschenkt und den fand ich echt super. Habe ich auch damals gesagt, dass ich den echt total feier. Sehr wahrscheinlich auch von H&M. Ich war mir aber nicht sicher, aber ich glaube, das war mal so ein Set. Aber die Farbe ist echt richtig gut und daraufhin habe ich mir halt die Shiner Glaze in der Farbe geholt und ja. Hier nun die Lacke von Catrice und zwar ist das einmal die Farbe 530 Up in the Air und das ist ein schönes hellblau, gräuliches hellblau. Dann hier auch ein ziemlicher Liebling von mir und zwar ist der von, ja, Catrice mal wieder natürlich und zwar die Nummer 650 Goldfinger. Dann hier die Farbe 850 Aretnas Respink heißt das und hier noch ein Grün von Catrice, der ist ziemlich dunkel, nicht dunkelgrün, auch so ein gräuliches Grün in der Nummer 240 Sold Out Forever. Kommen wir mal zu so Lacken, von denen ich halt nicht viele habe. Und zwar ist es einmal der von Inglot. Ist auch eine super duper tolle Marke. Gibt es in Düsseldorf. Und das ist die Nummer 943. Ein echt schönes Gelb. Dann hier ein von L'Oreal. Auch eigentlich meine Lieblingsfarbe. Und zwar ist es ein schönes, ja, Peach. Nude Peach. Sehr, sehr schön auf den Nägeln in der Nummer 116. Dann hier ein weißer Nagellack von Isadora. Das ist der Wonder Nail in der Nummer 650. Dieser hier von Kiko, da kommt die Farbe auch leider nicht so gut rüber in der Kamera. Ist aber die Nummer 804 und das ist auch so ein schönes Peach, Rosa, Pinky. Ja, also das ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfarben, so die Farbe meine ich jetzt. Und das war echt der Burner, der Pinkbox. Und zwar war der in der Pinkbox drin und das ist echt mein Liebling für immer. Guckt euch mal bitte diese Farbe an. Das ist so krass und der deckt so unglaublich gut. Und ich habe versucht, den schon irgendwo im Internet zu holen, aber ich finde ihn nicht. Und zwar ist es der Arden in der Nummer 56 und der ist echt saugeil auf den Nägeln. Also das ist echt, das ist mein Liebling. Ich glaube, ich habe es jetzt schon bei ganz vielen gesagt, aber das ist echt mein Liebling. Und boah, der ist echt mega gut. Kommen wir mal zu diesen drei Schätzen hier und die kennt ihr sehr wahrscheinlich schon aus einem Video von mir. Und zwar sind das die Glow-in-the-Dark Nagellacke. Eigentlich kann man die auch zu Topcoats zählen, aber ich habe die jetzt einfach mal so einzeln hier so hingelegt. Die findet ihr natürlich auch alles in meiner Infobox, wo ihr die herbekommt, wenn ihr die gut findet. Wie ihr wisst, die leuchten in der Nacht, riechen aber nach gar nichts und die haben auch hier innen drin eine Lampe, wie ihr gerade seht. Wenn ihr die haben möchtet, findet ihr natürlich auch alles in der Infobox. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Lacken. Und zwar sind das gar keine Lacke, sondern einfach
Nagelhautschoner, Nagelhautentferner. Und zwar fangen wir damit hier an. Und zwar ist das von der Marke Trint Cutie Balsam. Cortical Balsam heißt das. Und das war in der Pinkbox drin. Finde ich jetzt nicht so gut. Riecht aber sehr gut. Gehen wir weiter zu Revival de Loop. Und zwar ist das ein Nagelhautentferner. Das hier ist einer von Alessandro, ein Nail Therapy. Und zwar, wenn die Nägel kaputt sind, einfach auf den nicht lackierten Nagel drauf tun. Und das war sie auch schon, meine Nagellacksammlung. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu den Models Own Nagellacken. Und zwar sind das diese 5 Stück, die ihr gerade auch schon im Video gesehen habt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, weil die sind ziemlich sehr verbreitet in Amerika und in England. Also als ich in England war, waren überall Werbung von Models Own und irgendwelche Plakate oder ganz große Stände mit Models Own. Und ich dachte mir, ich hole euch einfach mal diese wunderschönen 5 Pastelllacke in der Farbe Apple Pie. Das ist so ein Mintgrün. Blueberry Muffin in einem Hellblau. Ein Banana Split in einem Pastellgelb. Ein Grape Juice in einem, wie kann man die Farbe beschreiben, in einem Flieder. Und diese Farbe, die Strawberry Tart in so einem hellen Rosa. Und ich finde die echt super gut, wirklich. Also die halten echt Bombe. Ich habe die jetzt schon an meinen Füßen ungefähr seit 3-4 Wochen und halten super. Also als ich die auch an meinen Händen hatte, hat das locker eine Woche gehalten. Und die riechen auch wirklich nach der jeweiligen Frucht, die halt oben ist. Man kann die auch oben dran reiben, dann riechen und dann riecht man Erdbeere. Ich finde es eigentlich ein ganz cooles Special. Und diese 5 Stück kriegt ihr alle bei mir Kursa für einen Preis von 6,50 €. Ja, die sind sehr, 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 sehr selten in Deutschland. Und ich bin echt froh, dass ich die vertreten kann, weil ich liebe die. Und die Farben alleine sind auch mega schön und habe eigentlich immer auch Komplimente bekommen, wo ich das auf den Nägeln hatte. Natürlich findet ihr alles wieder in der Infobox beschrieben, was ihr machen müsst und so weiter und so fort. Juhu, da geht endlich eine Endcard. Und rechts von mir findet ihr dann auch direkt ein simples Make-up. Und links von mir findet ihr mein letztes Get Ready With Me. Und ja, das war's dann auch mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf einen der beiden jetzt draufklicken. Und wenn nicht, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.